Außer diesen Ereignissen verliefen die Tage ohne irgendwelche Besonderheiten. Doch eines Abends geschah etwas Merkwürdiges. Ich versuchte einzuschlafen, doch wie am allerersten Tag, an dem ich hier war, schaffte ich es nicht. Es war stockdunkel und ich hörte merkwürdige Geräusche. Außerdem glaubte ich manchmal Schatten zu erkennen. Ich versuchte mir einzureden, dass ich mir das alles nur einbildete. Doch ich wusste, dass diese Geräusche existierten. Als ich meine Augen erneut aufschlug, sah ich einen merkwürdigen Schatten direkt vor mir. Er zuckte, als er sah, dass ich wach war, und schlug mich bewusstlos. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seit diesem Punkt vergangen war, doch als ich wieder aufwachte, befand ich mich in einer Zelle. Mein Kopf tat weh, und als ich mich umsah, sah ich einen Sorua. Es stand vor der Zelle und schaute zu mir. Anscheinend bewachte es sie. Du bist also auch endlich mal wach. Ich muss dem Meister Bericht erstatten. Mit diesen Worten verließ es den Raum. Als ich mich umsah, stellte ich fest, dass ich mich in einer Höhle befand. Ich überlegte, was geschehen sein könnte, und ich sah nur eine einzige Option. Necrozma hatte mich entführen lassen, um mich aus dem Weg zu räumen. Er schien von dem zu wissen, was derzeit in dieser Welt vor sich ging. Ich suchte nach einer Möglichkeit, hier herauszukommen, als mir plötzlich ein dicker und flacher Stein auf dem Boden der Zelle auffiel. Da die Tür nur aus Holz bestand, da es anscheinend nicht viele stabile Materialien in dieser Welt gab, versuchte ich sie zu zerstören. Und es funktionierte genauso, wie ich mir erhofft hatte. Ich nutzte die Chance, die sich mir bot, um zu fliehen, bevor der Sorua zurückkam. Als ich aus der Höhle trat, erkannte ich, dass ich mich in einem hohen Gebirge befand. Im Tal direkt vor mir lag ein großer Wald. Ich hörte, wie hinter mir in der Höhle Alarm geschlagen wurde und rannte sofort dorthin. Kapitel 5 – Das Ende. Die nächsten Tage verbrachte ich alleine, umherirrend in diesem Wald. Ich bemerkte nichts von irgendwelchen Soruas oder anderen Schergen von Necrozma. Es geschah fast gar nichts. Ich wusste nicht, wohin ich gehen musste oder wo Silberdorf lag. Doch eines Nachts erschien mir Latias erneut im Traum. »Günther, hörst du mich?« Dieses Mal konnte ich sie ohne Probleme verstehen, anders als das letzte Mal. »Ja, ich höre dich laut und deutlich. Wo bist du? Was ist passiert?« »Necrozmas Schergen haben mich geschnappt. Ich konnte entkommen und ich bin in einem komischen Wald gelandet. Ich bin direkt bei einem hohen Gebirge.« Plötzlich verschwand sie vor meinen Augen, ohne ein einziges weiteres Wort zu sagen. Da ich zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, was ich tun sollte, entschied ich mich, die nächsten Tage einfach geradeaus zu wandern, da ich so irgendwann in eine Stadt kommen musste. Am nächsten Tag begann ich dann, diesen Plan umzusetzen. Es schien jedoch so, als würde der Wald nie enden. Nach vielen Stunden, als ich dachte, es änderte sich überhaupt nichts mehr und Angst hatte, ich wäre im Kreis gelaufen, raschelte neben mir ein Gebüsch. Ich rechnete sofort mit einem Angriff von Necrozmas Schergen und machte mich kampfbereit. Jedoch sprang nur ein einzelnes, anscheinend junges Cellast aus dem Busch. Es zuckte zusammen, als es mich entdeckte. Bitte bleib ruhig, ich will nicht kämpfen. Ich entspannte mich langsam wieder und fragte es, was es hier mache. Ich bin auf dem Weg nach Silberdorf, aber ich schaffe es allein nicht. Die Pokémon hier sind stark und ich kann eigentlich nicht kämpfen. Ich musste gar nicht darüber nachdenken, was ich nun tun sollte. Ich bot ihm meine Hilfe an, da ich relativ gut kämpfen konnte, aber keine Idee hatte, wo es nach Silberdorf ging. So schlossen wir uns fürs Erste zusammen. Trotz der Hilfe dauerte die Reise noch mehrere Tage. Ich fragte oft nach, wie weit es noch bis nach Silberdorf sei. Aber das Cellast gab mir immer dieselbe Antwort. Es ist nicht mehr weit. Ich begann mit der Zeit langsam ein ungutes Gefühl zu entwickeln. Die Kämpfe, die wir gegen andere Pokémon bestreiten mussten, zeigten mir, dass Cellast gelogen hatte. Er konnte deutlich besser kämpfen als ich.
Nach einer Woche waren wir immer noch nicht am Ziel. Mal dieses Mal bekam ich endlich eine genauere Antwort auf meine regelmäßig gestellte Frage. Morgen kommen wir an. So brach der nächste Tag an und unsere Reise ging endlich weiter. Ich freute mich, endlich nach Silberdorf zurückzukehren und fragte mich, was Lord Eckin wohl machen würde, ob er überhaupt dort sei oder ob er mich vielleicht suchen würde. Nach etwa 3 Stunden erreichten wir eine hohe Klippe. Es ging nicht mehr weiter und ich konnte nichts entdecken. Aber hier ist eine Sackgasse. Wo ist Silberdorf? Ich merkte, dass hinter mir etwas vorging und die Stimme des Chillers wurde zu einer anderen, die mir ebenfalls sehr bekannt vorkam. Sehr weit weg. Du bist uns genau in die Falle gelaufen. Es verwandelte sich und sah wieder aus wie das Sorua, das es war. Ich war enttäuscht von mir selber, dass mir nicht diese Möglichkeit eingefallen war, dass Sorua und Sorak sich verwandeln konnten. Aus dem Gebüsch sprangen noch weitere Pokémon, 2 weitere Sorua und sogar 2 Zoroark. Sie schienen hier bereits gewartet zu haben. Es war alles geplant gewesen und ich hatte es nicht durchschaut. Ich wusste, dass ich in einem Kampf keine Chance hätte, aber ich hatte keine andere Wahl als zu kämpfen. Sie hatten mich eingekreist und hinter mir war nur der Sturz die Klippe runter. Am Anfang schaffte ich es mit Mühe, mir die meisten Attacken vom Leib zu halten, aber sie schienen all meine Angriffe problemlos wegzustecken. Ich vermutete, dass ihr Level deutlich höher war als meins. Ich gab alles, aber auf Dauer schwanden langsam meine Kräfte. Nach etwa 30 Minuten Kampf schaffte ich es nicht mehr, mich auf den Beinen zu halten und wurde bewusstlos. Ich wusste, dies würde mein Ende sein. Kapitel 6. Ich sollte lernen, wie man ein Blatt schneller als innerhalb von 5 Minuten umblättert. Eine besondere Vision. Als ich wieder aufwachte, hatte ich starke Kopfschmerzen. Ich sah mich so gut ich konnte um. Ich bemerkte sofort, dass all meine Verletzungen verarztet wurden und sich anscheinend schon besserten. Ich befand mich in einem mir wohlbekannten Zimmer. Ein Fenster, ein Bett, ein Regal und sonst eigentlich gar nichts. Ich war wieder in Lord Eckes Haus. Ich hörte mir tat alles weh und ich scheiterte bei dem Versuch aufzustehen, um nach ihm zu suchen. In diesem Moment hörte ich 2 Stimmen aus dem Nebenraum und auf einmal trat ein Pokémon in den Raum, das ich sofort erkannte, ohne es jemals persönlich gesehen zu haben. Ah, du bist endlich wach. Du warst lange Zeit bewusstlos. Dies war das erste Mal, dass ich Latias persönlich traf.